Hallo ihr Lieben, hier zu Wiener Verkehr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute mit euch gemeinsam die Ortlieb Bikepacking-Taschen uns anschauen. Die Eva hat das Ganze so ziemlich genau 1000 Kilometer getestet. Wir werden sie euch vorstellen. Wir werden sie gemeinsam abwiegen und wir werden euch auch ein kleines Fazit geben, was wir von den Taschen so halten. Also, lasst uns gleich mal reinstarten. Wir werden euch die Taschen zeigen, unsere Erfahrungen, die wir jetzt bei den ganzen Bikepacking-Kilometern damit sammeln konnten, teilen natürlich und wir werden auch ein bisschen darauf eingehen, wie so die einzelnen Sachen von Ortlieb direkt gelöst sind. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, als ich diese Serie hier gestartet habe, schaut euch gerne auch das Video zu Restrap an. Das ist vor ein paar Wochen gekommen, ist auch ganz spannend geworden. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die Taschen dann doch irgendwie alle am Ende recht ähnlich sind und ich war mir gar nicht sicher, kann ich da überhaupt ein ganzes Video zu einem Taschenhersteller was erzählen. Aber wir werden es auch heute wieder sehen, dass da wirklich einige Details sind, wo die sich dann unterscheiden und dass die einzelnen Herangehensweisen dann doch wirklich immer relativ unterschiedlich sind. Übrigens, bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein Hinweis zur Transparenz. Ortlieb hat uns netterweise die Taschen zur Verfügung gestellt. Finde ich auch wirklich cool, dass wir solche Videos auch machen können, dass wir da ein bisschen so die Unterstützung von den Herstellern bekommen. Muss aber dazu sagen, dass ich natürlich trotzdem versuchen werde, zu 100% transparent und vor allem neutral zu sein. Hat ja keinen Sinn, wenn wir jetzt hier so eine Werbeveranstaltung machen. Ich möchte euch schon wirklich sagen, was die Taschen aus meiner Sicht gut oder aber auch schlecht machen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es gerne nach, das unterstützt uns und hilft uns, bessere Videos zu erstellen und ansonsten auch immer gern ein Like und vor allem auch einen Kommentar zu dem Video jetzt. Was sagt ihr zu den Ortlieb-Taschen? Habt ihr vielleicht sogar selber welche? Teilt da gern eure Erfahrungen mit der Community, das hilft uns allen und falls jemand sich vielleicht vorhat, solche Taschen zu kaufen, kann er dann auch auf eure Erfahrungen in den Kommentaren zurückgreifen, das ist immer sehr hilfreich. Ja, nur ganz kurz jetzt. Ich glaube, Ortlieb kennt wahrscheinlich eh jeder von euch und ich möchte auch nicht, dass es jetzt hier alles so referatsmäßig wird, aber Ortlieb ist schon echt eine sehr bekannte Marke. Sie haben sich vor allem einen sehr guten Namen, glaube ich, mit ihren Tracking-Taschen gemacht, also eher so diese Taschen für Reiseräder, aber man sieht sie auch sehr viel an Pendlerrädern. Und ich verbinde jetzt, also ist jetzt ganz subjektiv, ich verbinde damit halt vor allem, dass die sehr langlebig sind, die Taschen, dass sie wasserdicht sind und dass man sich auf die verlassen kann. Und wir schauen uns aber heute eben speziell die Bikepacking-Taschen an. Übrigens, wer zum Beispiel auch mit diesen Bikepacking-Taschen schon unterwegs war, war Jonas Deichmann, den kennt ihr wahrscheinlich. Der hat damit nämlich seinen Triathlon um die Welt gemacht und ich folge ihm auf Instagram und da habe ich zum Beispiel gesehen, wie der irgendwo in Sibirien oder was im Schnee unterwegs war. Also sah schon ziemlich cool aus und das haben die Taschen scheinbar auch sehr gut mitgemacht. Ja, fangen wir direkt an, auch mit einem sehr spannenden Taschenmodell, die Arschrakete. Ich muss sagen, ich habe die QR-Version, also die Quick-Release-Satteltasche. Es gibt auch noch eine andere. Die hat hier ein paar besondere Features, die ich euch jetzt zeigen werde. So, also die fangen wir mal mit dem Namen an, Quick-Release. Sie hat übrigens 13 Liter. Und sie macht ihrem Namen wirklich alle Ehre. Hier oben ist nämlich so eine Kunststoffschiene befestigt, die zwei Führungsstücke hat für eure Sattelstreben hier hinten. Also die geht direkt da hinten rein. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Das ist jetzt hier ein Carbon-Sattel mit ovalen Streben. Damit geht es überhaupt gar nicht, weil es einfach nicht in die Halterung reinpasst. Ihr braucht die runden Streben. Und dann ist es auch so eine Frage, ob man das mit Carbon-Streben am Sattel überhaupt machen möchte. Laut Ortlieb darf man weder einen Carbon-Sattel benutzen, noch eine Carbon-Sattelstütze. Wir hatten das jetzt schon an der Carbon-Sattelstütze. Ich mache mir da auch keine großen Sorgen. Beim Sattel würde ich dann schon eher aufpassen. Und sowas ist natürlich auch immer ein Risiko, falls dann wirklich was kaputt geht. Im schlimmsten Fall kommt es zum Sturz. Also passt da wirklich auf und macht es so, wie ihr euch wohlfühlt damit. Also wie schon erwähnt, die Montage und die Demontage, zum Beispiel am Abend am Zelt oder so weiter, geht wirklich super easy damit, gerade wenn man ein bisschen geübter ist. Diese Führungsschiene hier oben ist verschraubt, innen ist nochmal eine Kunststoffplatte, die geht bis hier vor. Das gibt dem Ganzen natürlich total viel Stabilität. Auch an der Unterseite hat man hier nochmal so eine kleine Schutzplatte. Und ich meine, sowas ist natürlich total praktisch, das Ding ist total stabil, hat natürlich aber auch seinen Preis. Und das meine ich gar nicht finanziell. Ich meine, klar, sie ist auch gar nicht günstig. Aber was vor allem das Problem ist, sie ist von Ortlieb mit 620 Gramm angegeben, was schon wirklich eine ordentliche Hausnummer ist. Also das ist wirklich viel. So, der Moment der Wahrheit, das große Wiegen. Legen wir mal die Satteltasche auf die Waage von Ortlieb, wie gesagt, angegeben mit 625 Gramm. Also, dann schauen wir mal. Waage ist genullt und wir wiegen 620 Gramm, sogar 5 Gramm leichter. Man muss dazu sagen, es gibt auch noch die Non-Quick-Release-Version, die ist dann auch noch mal leichter.
Falls ihr also unbedingt Ortlieb wollt und Gewicht ein großes Thema für euch ist, checkt die auch gerne mal ab. Ich glaube, wir haben auch Taschen, jetzt bald wird ein Video dazu kommen, beispielsweise von Cyclite, da wiegt die Satteltasche nur die Hälfte. Wie man es kennt auch von Ortlieb hier, das Luftventil, das ist praktisch zum Packen, man kann dann perfekt alles zusammenkomprimieren. Hier oben hat man so ein Netz, ist glaube ich auch nichts Besonderes, das Einzige, was mir aufgefallen ist, diese Ösen, wo das befestigt ist, die sind an der Seite offen, das kann sein, dass dann eben das mal rausfällt, hat aber wahrscheinlich den Sinn, dass man ein bisschen flexibler ist, gerade wenn das unterwegs mal reißt, kann man leichter sich Ersatz suchen und dann ganz einfach hier wieder reinklippen. Das Packvolumen kommt eher durch die Länge der Tasche zustande und dadurch ist sie nicht so bauchig und ist hier auch flacher, das heißt, ihr habt mehr Platz zum Hinterrad. Das hat zum einen den Vorteil, dass ihr euch da relativ leicht tut bei der Montage, falls eure Sattelstütze nicht so weit raussteht. Das ist ja auch häufig das Problem bei fetten Satteltaschen, dass dann eben das Reiben am Hinterrad auftreten kann. Zusätzlich habt ihr hier die Möglichkeit, dadurch, dass sie so niedrig ist, eine Dropper Post zu benutzen. Es ist sogar auch ein Adapter beiliegend, also eine absenkbare Sattelstütze, wo ihr dann die Tasche mit dranhängt und ihr habt so eben mehr Platz zum Absenken der Sattelstütze. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die man so auch nicht so häufig sieht, ist dieser Strap hier, der eben nochmal für zusätzliche Stabilität sorgt. Das ist auch wirklich gut gedacht und funktioniert auch gut. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, dieser Metallhaken, den man wahrscheinlich gewählt hat, um das Ganze maximal robust zu haben. Der ist so ein bisschen fummelig, gerade wenn man es wieder aufmachen möchte, gerade weil da so ein Widerhaken dran ist. Also da braucht man eine Menge Geduld oder wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Übung, damit es einigermaßen gut auf und zu geht. Ich habe diese Taschen auch schon ab und zu mal im Einsatz gesehen und ich fand immer, oh Gott, wie kann das denn halten, gerade wenn das hinten so ganz weit zugepackt ist. Aber wirklich durch diese Kunststoffkonstruktion, durch diese ganzen Gurte hier, es ist trotzdem sehr kompakt und hätte ich so gar nicht gedacht. Und jetzt, wo ich die Tasche in Händen halte, kann ich aber verstehen, warum die trotzdem sehr kompakt auch mit viel Zeug hinten zu packen ist. Nächste Tasche, auch sehr spannendes Konzept. Oberrohrtasche, ganz klassisch, gibt ja auch die langen Versionen. Hier eine kurze Version und vor allem für mich sehr spannend wegen dem Verschluss hier oben. Der ist nämlich magnetisch und das heißt, ihr könnt so relativ entspannt mit einer Hand einfach hier die Lasche nehmen, aufklappen und schon ist das Ding offen. Weil es jetzt hier gerade steht, wollte ich sowieso erwähnen, habe ich mir ins Skript geschrieben. Die ganzen Taschen sind auch made in Germany. Also da muss man sagen, schon ziemlich cool von Ortlieb, dass das alles in Deutschland produziert wird. Aber zurück zur Tasche. Es wird hier unten mit zwei so Gummistraps ans Oberrohr montiert. Und vorne ist leider gar nichts. Normalerweise wird dann hier noch ein bisschen rübergespannt übers Steuerrohr oder so weiter. Diese Tasche kommt ganz ohne aus. Da passt wirklich einiges rein und gerade für uns mit der GoPro oder so weiter, die man während der Fahrt vielleicht mal greifen möchte, wirklich ein Gamechanger gegenüber den Oberrohrtaschen, die mit einem herkömmlichen Reißverschlusssystem sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass vorne keine zusätzliche Befestigung hier ist, weil dadurch habe ich das Gefühl, dass sie schon wackelt und gerade wenn ihr ein rundes Oberrohr nehmt, es ist nicht so hundertprozentig fest. Man kann diese Gummistraps hier unten aber natürlich schon ordentlich festmachen und es geht. Aber ich würde mir eine Lösung wünschen, die man hier vorne auch noch befestigen kann. Ja, für alle, die während der Fahrt vielleicht ihren Wahoo, ihr Handy oder ihr Licht mit Strom versorgen wollen, es gibt hier keine Öse, keine Öffnung für ein Kabel. Aber dadurch, dass die Öffnung sich hier so einfach nur so drum schmiegt mit dem Magneten, kann man da schon ein Kabel einfach durchführen und das funktioniert eigentlich so auch recht gut, würde ich sagen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die Tasche hier hat zwei kleine Seitenfächer, wo ihr beispielsweise Multitool reingeben könnt oder auch eure Kreditkarten. Wer das Udine-Video gesehen hat, ich verlinke es euch jetzt mal hier, müsste es sein, oder hier. Schaut euch das gerne an, da hat die Ilva ihre ganzen Karten verloren, auch ganz spannend. Aber da muss man sagen, da kann die Tasche nichts dafür, die Innenfächer sind relativ gut gelöst, würde ich sagen. Also die Fuel Pack hier ist von Ortlieb angegeben mit 160 Gramm. Die Waage wird wieder genullt und wir haben 152 Gramm. Wow, schon wieder leichter. Machen wir direkt weiter mit der Rahmentasche. Wir haben hier die 3 Liter Version, die habe ich extra genommen, weil die hier wunderbar reinpasst in den Rahmen. Da müsst ihr immer schauen, da müsst ihr immer die Abmessungen vom Hersteller euch nehmen. Da müsst ihr zu einem Rahmen gehen, müsst ihr das abmessen. Sonst kann das sein, dass es hier einfach nicht reinpasst, dass es zu lang ist. Oder was auch immer, deswegen immer vorher checken, sonst passt es nicht vernünftig. Ja, die Rahmentasche ist hier überall mit diesen Gurten da an den Rahmen montiert. Das funktioniert ganz normal, das funktioniert gut.
Wir haben auf der linken Seite keine Öffnung. Wir haben hier nur auf der rechten Seite die Öffnung mit diesem riesigen orangenen Reißverschluss. Und da merkt man auch, dass man wirklich Wert drauf gelegt hat, dass das Ganze wasserdicht ist, weil es nämlich dermaßen schwer auf und zu geht. Gerade hier das Ende, wo man den ganz zumachen möchte, das ist nochmal irgendwie so extra streng. Und deswegen ist hier vorne auch extra so ein kleines Ding, das man anhängen kann. Also während der Fahrt kriegt man die gar nicht richtig auf und zu, außer man lässt die so ein Stück weit offen, dann ist sie zwar nicht mehr wasserdicht. Man kann die halt während der Fahrt so fast zumachen und dann kann man da auch ganz gut auf und zu machen. Und wenn es dann wirklich regnet oder am Abend oder was auch immer, dann macht man sie halt ganz zu. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht und da muss man halt dann immer schauen, ob es gerade regnet oder nicht. Ist ja auch immer so ein Thema Wasserdichtigkeit. Ich glaube, da müsst ihr euch da gar keine Gedanken machen. Da heißt ja sogar Ortlieb Waterproof. Und in dem Fall bin ich mir auch relativ sicher, dass ihr da wirklich lang bei schwerem Regen auch gut unterwegs seid mit trockenen Sachen. Ja, innen drin habt ihr einfach ein großes Staufach. Leider keine Kabelöse, falls ihr mit einer Powerbank irgendwie ein Kabel rauslegen wollt. Ist ein bisschen schade. Bei gutem Wetter könnt ihr aber einfach vorne, ich habe euch ja eh gesagt, dass ich ihn auflassen würde, ganz leicht, da könnt ihr das Kabel durchführen. Ist aber natürlich bei Starkregen dann keine so gute Option mehr. Wobei eigentlich bei Starkregen wollen wir sowieso nicht radeln, muss man ja auch dazu sagen. Außer die Hartgesottenen unter euch. Ich wollte gerade für euch nachschauen, was die beiden Taschen hier wiegen. Und genau jetzt, wo ich dieses Video hier erstelle, macht Ortlieb einfach auf ihrer Website Wartungsarbeiten. Naja, macht ja nichts. Ich wollte sowieso später nochmal nachwiegen, dann kann ich das auch nochmal checken. Hier oben haben wir 1 Liter und hier unten bei der Rahmentasche sind wir bei 3 Litern. So, als nächstes hier die Frame Pack. Die fühlt sich schon relativ leicht an und ist von Ortlieb angegeben mit 170 Gramm. Und wir wiegen 156 Gramm. Was ist da los, Ortlieb? Ihr könnt eure Angaben ein bisschen besser machen. Was die Eva hier auch noch hat für ihr Gravel Bag, ist hier die Ortlieb Full Frame Bag hier in der kleineren Version, damit die da auch ins Rahmendreieck passt. Und die wollte ich euch auch nicht vorenthalten, weil die ein relativ spannendes Design auch wieder hat. Und zwar haben wir hier diesmal keine Reißverschlusslösung, was sehr untypisch ist für so Rahmentaschen, sondern sie hat hier oben so einen Rollverschluss. Das heißt, die kommt hier von oben rein und man kann die dann hier oben zurollen. Also gerade wer sich Gedanken machen möchte um Wasserdichtigkeit, wer da irgendwie was auch immer mitnehmen möchte, was unbedingt trocken bleiben muss, das könnte hier ein spannender Kandidat für euch sein, weil ihr da eben eigentlich gar keine Schwachstelle habt, die ja normalerweise der Reißverschluss sonst wäre. Und noch die große Frame Bag, kann man natürlich auch wiegen, ist hier von Ortlieb angegeben mit 200 Gramm. Und die Frame Bag wiegt 230 Gramm, liegt ein bisschen drüber, aber ansonsten finde ich die Angaben eigentlich schon ziemlich akkurat von Ortlieb. Ja, last but not least haben wir jetzt noch die Lenkertasche, die auch ziemlich besonders ist, auch wieder mit einem Quick-Release-System. Ich zeige euch das jetzt mal. Schauen wir mal, wie lange ich brauche, um sie zu Quick-Releasen. Okay, ich war jetzt nicht wirklich schnell, aber ich habe heute auch zum ersten Mal mich mit diesem Verschluss hier beschäftigt und ich glaube, wenn man das ein bisschen drauf hat, dann geht es wirklich relativ easy. Am Anfang muss ich sagen, hat mich das ziemlich verwirrt. Ich habe mir jetzt nochmal auf der Webseite das How-To-Video angeschaut, wo sie es ganz gut erklären. Und zwar ist es einfach hier so eine Kunststoffkonstruktion, die halt an den Lenker passt, mit 2 Schnursystemen, die dann auch einmal um Lenker und Vorbau drumherum gehen. Das hakt man dann so ein, man hat einmal so einen Hebelmechanismus, das dann auch wirklich fest ist. Und wenn man das ein bisschen drauf hat, dann kann man das super schnell machen. Und man hat hier dann eben so eine Lenkerrolle der besonderen Art. Also am Anfang war ich echt skeptisch, aber als ich mich heute mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, muss ich sagen, hat mich das System auch wieder ziemlich überzeugt. Man hat auch wieder eine relativ große Kunststoffkonstruktion, die nach innen verschraubt ist, mit einer Plastikplatte innen. Also das hat wirklich wahnsinnig viel Struktur, das Zeug. Man zahlt natürlich auch wieder den Preis des Gewichtes, werde ich euch nachher gleich zeigen, wenn dann die Wartungsarbeiten bei ortlieb.de hoffentlich vorbei sind. Man kann zum einen mit 2 Gurten hier vorne das Ganze fixieren und hat dann auch noch diesen Zusatzstrap, den ich euch vorhin schon gezeigt habe bei der Satteltasche, wieder mit diesem Metallhaken hier, wo man ein bisschen fummeln muss. Ja, die Lenkertasche mit dem Quick-Release-System von Ortlieb angegeben mit 530 Gramm. Und wir wiegen 542 Gramm. Endlich liegen wir mal drüber. Ich hatte schon Angst, dass mit meiner Waage irgendwas nicht stimmt. Apropos Waage nicht stimmt, ich habe hier eine ganz billige IKEA-Küchenwaage, also aufs Gramm genau kann ich euch das nicht sagen.
Ja, eine Sache habe ich jetzt gerade noch im Studio vergessen, und zwar man kann die Taschen dann auch zu Ortlieb direkt wieder einschicken, wenn man irgendwie einen Defekt oder einen Schaden, eine kleine Macke hat. Und die reparieren einem das dann in Deutschland in ihren Werkstätten bzw. Partnerwerkstätten. Kann ich jetzt selber nicht verifizieren, wie genau das abläuft, aber es ist eine Preisliste angegeben und das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Ja, Eva, magst du vielleicht selber mal so dein Fazit jetzt mal mit uns teilen? Du bist ja die Taschen gefahren, du bist ja zum einen Casual Bikepacking damit gefahren, aber auch deine Solo-Tour, die ihr wahrscheinlich eh schon gesehen habt, dein Overnighter da in der Bushaltestelle hast du übernachtet. Ja. Wie fandest du die Taschen bei all deinen Touren bis jetzt? Also ich muss sagen, die Taschen gefallen mir wirklich sehr gut. Ich konnte jetzt diese drei Taschen, so wie ihr sie seht, jetzt auch fahren. Auch nach Prag bin ich damit gefahren oder auch nach Udine zum Beispiel. Die Taschen sind alle etwas robuster gebaut. Das werdet ihr merken, wenn ihr die Taschen mal in der Hand habt. Man hat hier auch vereinzelt sehr viele Details, die teilweise auch mit sehr hartem Material einfach gebaut sind. Habe ich alles schon super ausführlich erklärt. Aber du sagst es eigentlich ganz, ganz richtig. Also wirklich von der Robustigkeit her, Robustigkeit her. Schon wirklich ziemlich gut, muss man sagen, und man bezahlt dann halt mit deutlich mehr Gewicht. Es gab aber auch ein paar Alternativen zu den Taschen, jetzt hier habe ich eh gerade schon beim Wiegen nochmal gesagt, die ein bisschen leichter sind, also, oder auch die Frame Bag wiegt irgendwie nur 200 Gramm, also so schwer ist es dann eigentlich gar nicht. Ja. Aber das wäre trotzdem auch mein größter Kritikpunkt an der Sache, ansonsten Funktionalität, wie durchdacht es teilweise ist, das wirklich sehr gut aus meiner Sicht. Einen Kritikpunkt habe ich. Ich weiß nicht, ob du das schon erklärt hast, aber dieses Band hier oben, also das verstehe ich einfach nicht. Bei mir flutscht das da die ganze Zeit raus, ich kann nicht irgendwie spontan was einzwicken. Ja, da hatte ich ein bisschen Ärger damit, aber sonst ist es schon alles sehr gut durchdacht. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass dieser Widerhaken von dieser Metallöse ein bisschen blöd ist. Ja, und dieser Widerhaken, genau. Genau. Dann, was natürlich schon cool ist, ich meine, wir sind ja hier alle deutschsprachig, also zu 99%, glaube ich. Und die Taschen sind auch aus Deutschland handgefertigt. Das ist cool, würde ich sagen, oder? Ja, das ist immer gut. Ich meine, der einzige andere Hersteller, der auch aus Deutschland ist, ist Cyclite, der mir da einfällt. Fahre ich ja sehr viel die Taschen. Waterproof, natürlich auch immer wichtig bei diesen etwas teureren Taschen, dass es auch wirklich funktioniert. Bin ich eigentlich davon überzeugt, haben wir es aber nicht getestet, muss ich leider zugeben. Ein bisschen. Ja, es hat auch geregnet, stimmt, da hatten wir eigentlich keine Probleme. Ja, dann haben wir sogar einen kleinen Test gehabt. Also man muss ja den Reißverschluss echt richtig doll zuziehen und damit kommt man ihn aber auch während der Fahrt nicht mehr auf. Genau, habe ich auch gesagt, den muss man immer so leicht offen lassen. Ja, genau. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, dass man da einfach eine zweite Reißverschlusstasche zum Beispiel einbaut. Ja, so ein kleiner Reißverschluss für so Karten. Ja, gerade für dich als Schussel wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Also Ortlieb, wirklich wahnsinnig coole Marke, haben sich das auch verdient, finde ich, durch den Erfolg bei den Tracking-Taschen. Kann jetzt hier natürlich nicht für euch sagen, was für euch die beste Tasche ist. Checkt gerne auch das Video zum Beispiel, was wir über die Restrap-Taschen gemacht haben, aus. Wird dann bald auch noch eins zu Cellclade kommen. Und wahrscheinlich der ein oder andere Hersteller wird auch noch folgen jetzt durch die Saison hinweg. Wie immer, falls wir das vergessen haben, schreibt einfach gern unten alles in die Kommentare, gerne auch eure Meinung. Und wenn wir die Fragen beantworten können oder was dazu sagen können, geben wir euch dann auch direkt unten eine Antwort. Und wir haben euch jetzt auf Instagram auch schon gefragt, ob ihr Fragen habt. Schauen wir uns das kurz mal an. Dev is not a color hat gefragt, warum macht Ortlieb keine ordentliche Oberrohrtasche? Ich weiß es nicht genau, was er damit meint. Ich fand die eigentlich gar nicht schlecht, oder? So lange. Ja, sie ist halt ein bisschen ungewöhnlich, wenn man die anderen kennt aus dem Bereich. Also ich finde die gar nicht schlecht und habe da schon deutlich schlechtere Oberrohrtaschen gefahren. Nee, ich finde es schon gut. Wagner Motors fragt, Servus, wie gut sind die Forkpacks und welchen der beiden Typen würdet ihr empfehlen? Auf die Gabeltaschen bin ich in dem Video noch gar nicht eingegangen. Da wird dann irgendwann hoffentlich ein eigenes Video dazu kommen, wo es dann nur ums Thema Gabeltasche geht. James Heinrich Richardson fragt, bist du sehr zufrieden damit? Ja. Forti fragt, checkt mal eure DM zu den Elite-Laufrädern. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Mandarino Man, oh hier sind Mücken. Mandarino Man fragt, sind die Taschen tatsächlich vollständig wasserdicht? Unserer Einschätzung nach ja. Welche, Tobi de T fragt, welche Größe in Litern hat die Rahmentasche? Das waren, glaube ich, 4 Liter. Ja. Also die kleinere auf jeden Fall.
Julian W99, ist der wasserdichte Reißverschluss schwergängig? Ja. Ja, er ist extrem schwergängig. Nils 87 Jahr fragt, ist der deutliche Mehrpreis im Vergleich zu anderen Taschenherstellern gerechtfertigt? Deutlicher Mehrpreis? Also wir haben es jetzt sogar vorher noch mal recherchiert. Wenn man das mit den anderen großen Marken, Cyclite, Restrap, was es noch alles gibt, vergleicht, die sind alle sehr nah beieinander, die sind alle hochpreisig und ich würde gar nicht sagen, dass Ortlieb da jetzt irgendwie heraussticht. Wenn man es mit den günstigeren Marken beispielsweise, was man auf Amazon und so findet, dann ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Das ist wie wenn ihr jetzt ein 700-Euro Decathlon-Fahrrad mit einem 3000-Euro Rad von Cube vergleicht. Meine Meinung dazu. Falls ihr on a budget seid, ihr könnt auch nur die Taschen von den teuren Herstellern kaufen, die ihr halt am geilsten findet und die, wo ihr denkt, da könnte die von Amazon auch Sinn machen, dann macht halt so einen Mix. Ja. Checkt gerne auch beispielsweise das Setup, was ich letztes Jahr gefahren bin. Da war auch nicht alles nur von den hochpreisigen Marken. Also man muss ja auch ein ganzes Fahrrad nur mit einer Marke ausstatten, oder? Muss man auch nicht, aber ich finde, ja, gerade hier bei Ortlieb, ich finde, es passt ganz gut zusammen. Es kommt immer ein bisschen aber drauf muss man an. Auch nicht. Also ja. Bas Sultan, Chris, könnt ihr die Seatpack Quick Release mit dem anderen System 16 Liter bezüglich Stabilität vergleichen? Nein, wir haben nur die. Ja. Comeraldo fragt, wie ist der Reißverschluss? Sind wir schon drauf eingegangen? Also er ist eigentlich überhaupt nicht, also am Anfang hier schwergängig, aber dann Dann geht's. Geht er. Aber hier am Anfang, also unter der Fahrt, bekomme ich ihn nicht auf. Lena HSN fragt, wie funktioniert der Reparaturservice? Falls ihr wirklich einen Defekt habt, könnt ihr die dann einschicken. Das kostet natürlich auch Geld, außer es ist irgendwie ein Garantiefall. Es ist sogar auf Ortlieb, auf der Webseite ist auch sowas wie eine Preisliste. Also checkt es gerne ab, falls euch das interessiert. Schorle 2912, Qualität der Reißverschlüsse, Leichtgängigkeit etc. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr seid diese Saison beim Bikepacking dabei. Vielleicht sieht man sich mal. Wir haben sowieso auch bald mal geplant, einen Community-Ride mit euch zu machen, wo wir dann vielleicht auch sogar einen Overnighter machen. Gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da werde ich das bald mal bekannt geben. Falls ihr noch Fragen zu den Taschen habt, gerne einfach reinschreiben. Wir helfen euch da gerne. Und wir hoffen, das Video hat euch weitergeholfen. Kannst du mir noch mal sagen, dass man das, was man alles machen muss? Was muss man denn machen, wenn man uns zuschaut? Ach so, ja. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Like und Kommentar. Like und Kommentar da lasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Ride oder beim nächsten Video. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr. Tschüss.